Wie? Der Basilisk. Er ist fertig. Lost auf einer Spritztour? Geht gerade nicht, Panam. Ich komme, sobald ich kann. Klar, wir werden warten. Hab ihn gesehen, Rogue. Adam Smasher. Wo denn gesehen? Hier, in der Stadt. Yorinobu hat ihn aus seinem Käfig gelassen, als Hanako entführt wurde. Fuck, hätte ich mir denken können. Arasaka sucht jetzt nach unbekannten Angreifern. Mal wieder. Was dachten unsere unbekannten Angreifer, was passieren würde, Klingt, als wären ihnen die Alternativen ausgegangen. Und sie mussten improvisieren. Warum überrascht mich das nicht? Weißt du, was ich ihnen sagen würde, wenn sie jetzt vor mir stünden? Dass sie früher oder später bezahlen müssen. Night City ist nicht mehr, was es mal war. Das schließt Arasaka ein. Und einer dieser unbekannten Angreifer ist auch nicht mehr, wer er mal war. Meinst du, derjenige würde verstehen? Brooke ist auch nicht mehr die, die sie mal war. Wie scharfsinnig du doch bist. Ich muss los, Wee. Muss mich ums Geschäft kümmern. Passt auf euch auf. Sag mal, du hast nicht zufällig ein paar Jobs für mich? Nein. Nichts? Im Ernst? Nicht für dich. Rogue, alles okay zwischen uns? Es gibt noch andere Fixer außer dir. Dann ruf sie an, wenn du popelige Jobs für Kleinkriminelle willst. Siehst du diese Stammkunden? Sie haben Dutzende Jobs zusammen gemacht. Sie vertrauen einander. Und jetzt versetz dich in meine Lage. Wie sieht das aus, wenn sie rausfinden, dass ich eine Crew mit dir zusammenstelle? Du hattest einen Job mit Dex und den hast du spektakulär versaut. Du weißt, das ist nicht wahr. Wen kümmert's? Es geht nicht um Können, Wie. Das Einzige, was zählt, ist dein Ruf. Warum arbeitest du wohl allein? Hör zu, Wie. Mach, was du am besten kannst. Okay? Bis dann. Wenn ich nur mehr Zeit hätte. Alles bereit? Hey, Wie. Nein, noch nicht. Carol muss noch überprüfen, ob Militech irgendwelche Eis hinterlassen hat. Sind keine Konzerne gekommen, um den Verlust zu melden? Nein. Wir haben es geschafft, sie von unserer Fährte zu locken. Wir haben die Trucks mit den großen Konzernlogos am Raffenlager abgestellt. Quasi die brennende Tüte mit Hundescheiße vor ihrer Haustür. 2.0, versteht sich. Scheiße. Der sieht ja aus, als käme er frisch aus dem Konzernkrieg. Gefällt mir. Alles in Ordnung. Wir sind sicher. Und Saul? Was ist mit ihm? Fürs Erste nichts. Wir kommen uns einfach gegenseitig nicht in die Quere. Also will er keinen Familienrat zusammenrufen? Und ob er das will? Er hat nur vor, mich noch eine Weile im Dunkeln zu lassen. Ich wollte schon immer mal so ein fettes Teil fahren. Wie all die naiven Idioten, die an der Front gelandet sind, mussten nicht mal rekrutiert werden. Man hat ihnen einfach nur die Tech gezeigt. Na los, steig ein. Ist alles fertig.
Und los geht's! Zieh am besten den Kopf ein. Verdammt! Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ich hab alles im Griff. Eine Sekunde. Aha! Geht doch! Ist nicht das neueste Modell, aber Mitch und Bob haben getan, was sie konnten. Und? Was sagst du? Naja, immerhin weiß ich jetzt, warum man die Teile Särge nannte. Du steuerst direkt von deinem Sitz aus. Du musst dich nur verlinken. Was, keine Knöpfe, Tasten oder Blinkedinger? Nein, gar nichts. Die Impulse werden direkt an deine Großhirnrinde gesendet. Der Basilisk wird quasi ein Teil deines Körpers. Wie ein mystisches Einssein. Hast du sowas schon mal gesteuert? Nein. Warum? Vertraust du mir nicht? Kann ich noch aussteigen? Nein? Dann vertraue ich dir. Und was macht der Co-Pilot beim mystischen Einssein? Gibt Unterstützung? Sag ich dir, wenn wir weiter weg sind. Wir werden ein bisschen üben. Okay. Für volle Funktionalität im Gefecht braucht man eine zweite Person, um die sensorische Überlastung zu regulieren. Ein Pilot steuert, der andere übernimmt das Schießen. Ist echt angenehm. Wirst schon sehen. Okay, so sollte es gehen. Erst ein Testdurchlauf. Ich trenne die Verbindung. Braucht ihr nicht zwei Piloten? Wenn du gleichzeitig steuern und schießen willst. Bist du bereit? Panam, sag mal, soll das so sein? Die neurale Synchronisation dauert einen Moment. Sollte gleich besser werden. Siehst du? Okay, langsam raff ich, was du meintest. Wärm dich auf. Keine Angst, ich guck auch weg. Dreh einfach mal ein paar Kurven. Geschmeidig wie ein Boot. Okay, ich merke, die wird langweilig. Jetzt fahr mal an diesen Turbinen lang. Zieh rechts oder links vor der letzten rüber, wenn ich es sage. Okay. Was ist denn im Angebot? Erwarte nicht zu viel. Der Basilisk ist immer noch ein Frachter. Aber du wirst trotzdem auf deine Kosten kommen. Also gut. Schieß auf diese Wracks. Gut. Die fahren nirgendwo mehr hin. Thank you.
Weißt du noch, was ich über Impulse gesagt habe? Mhm. Dann halt dich fest. Was ist los? Hab mich verlinkt. Unsere Nervensysteme sind jetzt verbunden. Klar, Basilisk-Piloten agieren in Harmonie. Fühle ich deshalb alles doppelt? Sensorische Rückkopplung. Unsere Systeme sind ineinander verschlungen. Willst du es mal probieren? Okay, würde ich gerne. Spürst du das? Ja. Wow. Wie konzentriert man sich im Kampf bei sowas? Das ist sicher nicht immer so intensiv. Was ist hiermit? Oder jeder Einzelne von uns muss sich selbst überlegen, was am besten für die Familie ist. Komm schon, Saul. Wenn ich den Clan verlassen muss, dann sag's einfach. Erspar mir wenigstens noch eine deiner langen Reden. Musst wohl noch ein paar über dich ergehen lassen. Denn von heute an wirst du diese Familie anführen. Mit mir zusammen. Bitte was? Ich hätte es ja gerne zeremonieller gemacht, aber gut, wie du willst. Ich lag falsch. Du hattest recht. Das ist die Wahrheit. Auf dass es nie wieder passieren möge. Aber ich mach doch ständig Ärger. Du hast gesagt... Ich weiß. Aber Meinungen ändern sich. Du hast für die Familie alles riskiert, obwohl du nicht wusstest, wie es für dich ausgeht. Okay. Na gut, von mir aus. Aber... vieles wird sich ändern müssen. Ja, und als erstes müssen wir diesen Ort verlassen. Und zwar schnell. Militech darf uns nicht finden. Natürlich. Ich bereite unsere Route vor. Ich gratuliere. Dreckige Entscheidung. Ich hab nein gestimmt. Danke, danke. Ich muss erst mal runterkommen, glaube ich. Kommst du mit mir?
ein interessanter Tag. Ich fühle mich, als wäre ich knapp einem Zug ausgewichen. War ziemlich knapp. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, glaube ich. Ach, hör auf. Hast du den Basilisk in Aktion gesehen? Wir sind dir was schuldig. Kannst auf die Aldecaldus zählen. Halt still. Jederzeit. Ich muss mir die Wunde angucken. Gut zu wissen. Denen haben wir es gezeigt. Wie viele haben wir umgelegt? Niemand an der Bar. Finde ich gut. Wie viele Leute haben wir dabei verloren? Hätten weniger sein können. Wenn der Basilisk früher aufgekreuzt wäre. Bier? Limonade? Sich dafür rechtfertigen müssen. Ein Bier für mich. In so einer Situation nicht im Lager zu sein. Sie hält sehen. Lass sie einfach in Ruhe. Okay? War's das? Musa hat auch eine ziemliche... Auf Happy Ends. Unsere Abenteuer werden mir fehlen. Mir auch. Andererseits, wer sagt denn, dass das unser letztes war? Wie? Sieh dich um. Guck sie dir an. Sie könnten deine Familie sein. Panam, was willst du damit? Bleib im Lager. Bei uns. So einfach ist das nicht. Entweder du willst oder nicht. Was ist daran so schwer? Das ist das Problem. Was ich will, spielt momentan keine Rolle. Schon okay, Vi. Ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Ich dachte nur... Ah, vergiss es einfach. Ich denk darüber nach. Versprochen. Ah! Ah! Wie? Panam. Ich... Wie? Ganz ruhig. Alles okay. Wie fühlst du dich? Wo sind wir? Ganz ruhig. Du bist umgekippt. Also haben wir dich mitgenommen. Wohin? Ins neue Lager. Du bist in Sicherheit. Alles unter Kontrolle. Noch bist du nicht tot. Wie? Du musst mir sagen, was los ist. Das Blut. Du warst stundenlang weg. Was fehlt dir? Panam, ich... Es wird schlimmer. Jeden Tag. Okay, Wie? Entspann dich. Eins nach dem anderen. Was genau ist los? Die Wahrheit. Ich habe Angst, dass sie zwischen uns steht, wenn ich sie dir sage. Wie, hör mir zu. Es gibt nichts, was du zu mir sagen könntest, das ändern würde, wie... Ich meine, red keinen Scheiß und sag mir endlich, was los ist. Kennst du... Johnny Silverhand. Ja, sie spielen manchmal seine Oldies im Radio. Wieso? Weil er es ist. Er lebt. Und zwar in meinem Kopf. Er... Was? Willst du... soll das eine komische Metapher sein? Panam, Silverhands Konstrukt stiftet Chaos in meinem Kopf. Ach, Quatsch. Ich glaub dir kein Wort wie... Johnny Silverhand? Hast du versucht, du weißt schon, darüber mit jemandem zu reden? Ich hätte meinem Therapeuten viel zu erzählen, aber nicht das. Das Konstrukt ist wie ein Krebs, der ständig wächst. Du verarschst mich nicht? Ich versuche nur damit zu leben, zu überleben. Deiner Gesundheit bekommt's jedenfalls gar nicht. Hör zu, ich muss los. Mir geht's besser. Echt.
Warte, ich komm mit. Ich dachte doch, die Stimme kenne ich. Hey, Mitch. Okay, endlich. Wir haben uns Sorgen gemacht. Hab auf dein Auto aufgepasst. Steht da drüben. Aber du verlässt uns doch noch nicht, oder? Geht's dir gut? Viel besser. Danke für eure Hilfe. Freut mich zu hören. Ihr habt euch ja schnell hier eingerichtet. Naja, war nicht unser erstes Mal. Dieser Ort ist gut. Wir haben das Gebiet besser im Blick. Der Rest wird sich schon zeigen. Aber sag, wie geht's dir? Du hast uns ziemlich erschreckt. Danke. Ich bleib noch ein bisschen. Fühl dich wie zu Hause. Denk dran. Unser Angebot steht noch. Wenn du Hilfe brauchst, die Alde Kaldos sind für dich da. Endlich mal was, wo wir uns einig sind. Wenn du was brauchst, weißt du, wo du uns findest. Soll ich mitkommen? Ich kenne diesen Ort von früher, die alten Routen. Seid ihr hier wirklich sicher? Vorerst ja. Militech kommt nie so weit raus. Und von hier hat man einen viel besseren unter den Überblick. Lebenden. Don Röschen ist also aus dem Schönheitsschlaf erwacht. Hallo. Aber trotzdem, alles hier ist nur temporär. Bald müssen wir entscheiden, was als nächstes kommt. Wie? Nochmal wegen vorhin. Ich will nicht mal so tun, als hätte ich's verstanden. Wird eine Weile brauchen. Aber im Ernst, wie kann ich helfen? Erinnerst du dich an Hellmann? Die Persönlichkeitskonstrukt-Tech ist von ihm. Deshalb wolltest du ihn schnappen. War leider eine Sackgasse. Und jetzt muss ich rausfinden, wie es weitergeht. Er konnte nichts tun. Vielleicht kann's keiner. Das glaube ich nicht. Du findest einen Weg. Und wenn's soweit ist, helfe ich dir. Die ganze Familie wird helfen. Saul meinte das ernst. Verstehst du? Danke für alles, dass du für mich da bist. Pass auf dich auf. Und sag Bescheid, wenn. Lass mal von dir hören, okay?